Verehrte Bürgerinnen und Bürger, mich besorgt mit am meisten, dass Deutschland Krieg führt. Deutschland führt Krieg am Hindukusch. Deutschland wird dort nicht verteidigt, sondern wir sind Kriegspartei. Und dieser Krieg ist militärisch nicht zu gewinnen. Wenn Sie aus Versehen mit einem Auto in eine Sackgasse gefahren sind, müssen Sie zurück anhalten, einen Unfall vermeiden. Wer in der Sackgasse sagt, weiter so, der wird einen Unfall nicht vermeiden können. Und weiter so heißt, mehr Soldaten nach Afghanistan zu schicken, mehr Waffen, fruchtbare Waffen. In Afghanistan sterben Menschen, deutsche Soldaten ebenso wie Menschen, die in Afghanistan ihre Heimat haben. Das muss beendet werden. Von Deutschland muss Frieden ausgehen und kein Krieg. Das wäre vernünftige deutsche Politik, auch in den Traditionen und im Sinne von Willy Brandt. Willy Brandt hat mal gesagt, Friede ist nicht alles, das ist richtig. Soziale Rechte sind ganz wichtig, globale Rechte sind wichtig, aber alles ist nichts ohne Frieden und das gilt auch heute noch. Man sollte sich wieder auf Willy Brandt besinnen, das wäre ein großer Fortschritt in der deutschen Politik.